Hallo zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. So, wir sind immer noch in der Kneipe, haben jetzt Informationen zu Yennefers Verbleib ergattert, sage ich mal. Und ja, jetzt würde ich sagen, begeben wir uns einfach mal raus und fragen mal die Leute, die hier so in der Umgebung sind. Und da gibt es gleich auch für Oma oder so. Fuck off! Don't want your kind here. Drei gegen einen. Holla, ihr seid tapfer. Boah, ich bleib nicht lang. Lasst das. Das können wir mal versuchen. Ob das bei allen klappt, weiß ich allerdings nicht. I haven't done anything to you, so just calm down. Of course no. You've done nothing. Horses working witchcraft. Get him! So, das wäre der erste. Bam. So, ihr Säcke. Und du? Halt die Fresse. So, Spiel speichern. Dein Spielstand wird automatisch gespeichert, wenn du bestimmte Meilensteine in der Geschichte erreichst. Denk jedoch daran, deine Fortschritte außerdem oft genug manuell zu speichern. Die Hexerwelt ist voller Raubtiere, blutgieriger Bestien, Banditen und sonstiger Gefahren. Ja, das ist so geil, ne? Irgendwie, sie mögen keine Hexer. Sie mögen keine Hexer, aber... Aber ihre Hilfe wollen sie denn noch haben, ne? Also das ist so... Das ist so geil. Das ist wirklich so geil. Eigentlich wollte ich nur mein Schwert wegstecken. So, ich würde jetzt nämlich gerne nochmal die Leute, die hier wohnen, fragen, ob die noch was wissen. It's Dervan now. D-E-R-V-A-N. Not Goidemar. Everything's gonna be fine. What do you mean? I know what they named you at Yakati. What kind of name is that anyway? Dervan. Neue Markierung Anschlagbrett. Da vorne. Ja, sehr geil. Da gibt's da nämlich Quests, das ist sehr schön. Anschlagbretter. Geralt weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten sollte. Man weiß nie, wann man auf etwas oder jemanden Interessantes stößt. Fräulein in Not, Kaufleute mit seltenen Waren, Nester voller Monster. Auf der Karte findest du jeweils die folgenden Symbole. So, Freiwillige gesucht. Nilfgaardisch Unterricht. Okay. Gesuchte Satyr. Die neue Ordnung. Bruder, wo bist du? Und Auftrag Teufel im Brunnen. So, Freiwillige gesucht. Auf Befehl von Kommandant Peter Saar-Gwynlewe sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee ab sofort Anwerbungen entgegennimmt. Rekruten erhalten Verpflegung, Unterkunft und regelmäßigen Sold. Selbstverständlich ist die Ehre, Emir Fa'emreis Deidven Adan Syn Ab Morwut dienen zu dürfen, der höchste Lohn. Na klar. Nach der Einschreibung werden die Rekruten von den besten Strategen des Kaiserreichs unterwiesen. Die Familien der Rekruten können sich auf ausreichende Versorgung während der gesamten Dienstzeit verlassen. Fällt der Soldat im Kampf, erhalten die Familien eine lebenslange Pension. Naja. Aber ich möchte eigentlich nicht Soldat werden und deswegen... Hall, Herzer, Eier, Gleur, Art, Fein, Asnark. Das habe ich nicht lesen können. Nicht verstanden, was ihr gerade gelesen habt? Kein Wunder. Es ist Nilfgaardisch und diese Sprache spricht bald die halbe Welt. Gleich mit dem Lernen anfangen. Je früher, desto besser. Ich helfe zu moderaten Preisen. Nimm ich mal mit. Aha, aha, aha.
Bruder, wo bist du? Mein Bruder Bastian ist gegen die Schwarzen gezogen. Ich habe Anlass zur Annahme, dass er an der großen Schlacht in der Nähe teilgenommen hat. Bis heute ist er nicht zurückgekehrt, wie so viele, wie man berechtigt sagen mag. Doch wenn er gefallen ist, was ich befürchte, dann will ich ihn wenigstens begraben, wie es schon unsere Vorfahren getan haben. An der Seite unserer Eltern, anstatt ihn den Leichenfressern auf dem Schlachtfeld zu überlassen. Ich suche also einen Tapferen, der das Schwert zu führen weiß und der bereit ist, mit mir auf die Suche nach Bastian zu gehen. Viel kann ich nicht geben, da ich nicht viel habe. Doch mit Dank werde ich nicht geizen. Interessante Orte. Es gibt viel Interessantes in diesen dichten Wäldern und dunstigen Sümpfen zu entdecken. Wenn du dir ein Anschlagbrett ansiehst, erscheinen Fragezeichenmarkierungen auf der Minikarte, die mögliche interessante Orte kennzeichnen. Begib dich an die Orte, um zu erfahren, welche Geheimnisse sie bergen. Wir können das auch einfach erstmal alles mitnehmen, ne? So, ich mach das jetzt, nehmen wir es alles mit. Dann haben wir halt die ganzen Quests. So, und jetzt müsste ich die doch eigentlich hier drin haben. Nebenquests, genau. Ah, okay, das habe ich hier noch offen. Frage den Nilfgaarder nach Yennefer. So. Ah, okay, jetzt haben wir da Questmarkierung. So, und da ist ein Ausrufezeichen. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt erstmal hin und gucken mal, was da denn Schönes wartet. Willis. Bruce, Mensch, du hier. What happened here? Oh, got a wee bit chilling tonight, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Everything! Ja, das tut mir leid, wir sind erstmal nett. Sorry. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. I'm the only smith around, so I got to service their garrison. Bang dents out of plate, shoe horses. That sort of thing. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. But humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a plowing dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. And now this. Aha. Ja, ich kann den Brandstifter suchen. Ich würde das machen, ja. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse in, so that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks, but found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. Ja, nach wie vor diese durchgeknallten Penner, die hier alles, was nicht menschlich ist, hassen. Verdammte Rassisten, echt. Gibt's gar nicht. Möchte mir echt nur kotzen. Naja. Machst du nix, ne? So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein paar Quests. Davon machen wir gleich mal welche. Ich möchte allerdings mich auch ein bisschen hier erstmal umsehen. Nähä? Stay away from me and my family. Ja. Siehst du? Geh bloß weg, du böser Hexer. Du frisst bestimmt unsere Kinder. Ja, natürlich mache ich das. Und dann fresse ich dich. Damn,
Huch. Das will ich doch gar nicht. So, ich möchte noch mal kurz in das Questlog gucken. So, Hexeraufträge. Auftrag Teufel beim Brunnen. Weißgarten, empfohlene Stufe 2. Aha, aha. Abgeschlossen haben wir auch schon was irgendwie. Nebenquests im Kampf gefallen. So, das wähle ich mal aus. Finde Dune Wildenwert. So, es zeigte sich, dass Geralt nicht der Einzige war, der in Weißgarten nach einer geliebten Person suchte. Er stieß auf die Nachricht eines Bauern, der auf der Suche nach seinem Bruder war. Dieser hatte zu den Waffen gegriffen und war gegen Nilfgaard gezogen. Die Streitkräfte des Nordens waren aufeinander gestoßen und es war zu einer gewaltigen Schlacht gekommen. Seither hat der Bauer nichts mehr von seinem Bruder gehört. Ja, das klingt nach einer Quest ganz nach unserem Geschmack. So, auf jeden Fall sind hier jetzt irgendwie viele, viele Fragezeichen. Mhm, unbekannter Ort, unbekannter Ort. Das ist schon riesig hier. Hammer. So, mal gucken, ob das Pferd auch auf die Entfernung noch zu mir kommt. Hammer. Das ist ja geil. Dann würde ich sagen, lass uns da doch mal hinreißen. Freak. Ja, ja, Freak. Gib dir gleich Freak, du alter Hoden. So, das ist ja schon ein Stückel weg, ne? Wenn ich das richtig sehe. Genau, hier war das mit dem Pferd und dem... und dem Händler, der angegriffen wurde. Das ist ein unbekannter Ort. Slower. Dann möchte ich mir den nämlich gerne mal angucken. So, interessante Orte. Die Welt steckt voller interessanter Orte, voller Gefahren und oder Schätze. Diese Orte sind auf deiner Minikarte mit folgenden Symbolen markiert. Aha, aha, aha. Okay. Zwergenschnaps, Zwergenessenz. Oh, cool. Da hat das, da hat es ein bisschen Zeug hingetrieben. Sehr geil. Komm schon. So, und weiter geht's, würde ich sagen. Beziehungsweise wir können mal eben speichern. Speichern, speichern, speichern. Come on. Das sind schon wieder diese Symbole. Ob das... sind das Gegner, Untote, irgendwas? Vielleicht Ertrunkene oder so? Ich meine, ich will jetzt ja nicht runter, aber... ich glaube schon, dass das ist. Ja, da sind ein Haufen Untoter.
that often? Talk to your dog? It's my brother's, Bastion's. But I guess he's mine now. See, Bastion fought the Black Ones in a battle just outside the village. I haven't had word of him since. I told him, do like I did, lose a finger or two so they won't recruit you. Too damn afeard he was. Bloody hell. Hast du dir das Schlachtfeld schon angesehen? I'd walk the battlefield if I were you. I did. Sea of corpses. And corpses feeding. Someone told me they're afeard of fire, so I took a torch, tried to chase them off. Horse shite, I tell you. Would have ended up eaten alive if it weren't for Hussar here. Listen, guessing you carry those swords for more than show. Come with me, keep the ghouls off. Help me find Bastion and I'll pay you well. Ja, machen wir. Na klar. Fine, I'll help you. Just been a few days since the battle. Chances we find your brother alive are slim. Very slim. I would have thought, but I want to find his body at least. So Bastion don't rot there in the sun with the Black Ones. Meet me on the hill overlooking the battlefield. We'll move on together from there. Was ist denn da los? Ach so, das ist der Hund. Ich dachte gerade, was macht der denn für Geräusche? Das wissen wir doch. Das wissen wir doch. Ich würde aber trotzdem sagen, wir laufen ihm mal einfach mal hinterher. Der wird ja wissen, wo es lang geht. Echt sehr, sehr schön gemacht hier, dieses, die ganze, ganze Welt, muss ich sagen. Das ist richtig, richtig cool. Ich fand ja, dass es beim zweiten Teil ein bisschen zu bunt war irgendwie. Also das war irgendwie, ich habe das gespielt, dachte so, boah, irgendwie sieht zwar ganz geil aus, aber... Aber war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu bunt. Zumindest so zu Anfang. So, wir speichern nochmal. Das kann nie schaden. You're here, good. Bastion. His body must be here somewhere. Among countless others. Want to examine them one by one? Could take a while. You needn't fret. The recruits from White Orchard painted a small flower on their shields so as to be able to spot each other in battle. There was just a few of them. We look for the flowers, we'll find Bastion quick. No offense, but many a soldier's dropped his shield, especially if he was on the losing side. If we find the shield alone, Hussar will catch the scent and lead us to Bastion. Come on. Sooner we get this done, the better. Okay. So, Zielgebiete. Ziele werden dir manchmal als Gebiet angezeigt, wenn die genaue Position unbekannt ist. Begib dich ins markierte Gebiet. Stumpfes Beil. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Begrenzung haben, wie viel wir aufnehmen können. So. Der hat angeblich irgendwie ein weißes Schild mit Rosen oder mit Blumen drauf. Suche nach auffälligen Orten. Ah, okay.
Es ist dieser hier. Wenn du Spuren findest, nähere dich ihnen und drücke A, um sie zu untersuchen. That him? No. Doesn't look anything like him. Der Hund hier, der ist auch echt zu geil. Come on, SR. Can you smell Bastion, boy? Genau, komm näher, damit ich dich schlagen kann, du Sack. Mistviecher. Flucht aus dem Kampf. Wenn ein Kampf zu schwierig ist, kannst du flüchten, um deine Haut zu retten. Halte A gedrückt, um während des eines Kampfes zu sprinten. Naja, komm. Das ging aber jetzt noch. So, Vitalitätsregeneration. That him? No. Vapor's son. Das ist ja auch richtig derbe. Wenn da deine ganzen Angehörigen, was auch immer, Nachbarn. Can you smell Bastion, boy? Und alles da auf dem Schlachtfeld findest, das. Ist ja auch derbe. Hat er Witterung aufgenommen? Hat er was gefunden? Hör doch mal auf, hier mal zwischenzurennen, du blöder Köter. Gibt's ja wohl nicht, Mann. Okay, ich soll mich wieder ins Ziel begeben. Aber er sagte, das ist es nicht. So, auf jeden Fall haben wir alle schön Kram dabei. Auch wenn das nicht wirklich weiterhilft gerade. Ja, nun bleib doch mal locker, Mann. Oha. Alter, sind das viele noch. Ich sag mal, schaden kann es sicherlich nicht, wenn wir das mitnehmen. Ich will jetzt aber auch nicht die ganze Zeit lang hier nur rumhampeln und das Zeug aufnehmen. Wenn ich ehrlich bin. So, den hatten wir schon. Das war der Nachbarssohn, meine ich. So, naja. Das sind echt einige, die hier in der Schlacht ihr Leben gelassen haben.
Allerdings gehen wir jetzt schon viel zu weit aus dem Zielgebiet raus. So, ein bisschen was essen sollte ich vielleicht auch mal wieder. Oh, eine Kiste, Mensch. Ich frage mich, ob die Hexersinne ewig halten oder ob die irgendwann aufgebraucht sind. Was big, broad-shouldered. This one seems smaller, but maybe it's the fire did that. He found him. The SARS call. He sent. Come on. Na okay, der Hund hat ihn gefunden. Das ist ja cool. Lauf nicht zu weit. But there is more. My lieutenant demanded we defecate on command. Ballista bolts landing all around, and all he could say was, a soldier with a full stomach will not step onto the battlefield. Now shit, that is an order. Can you believe it? The cretin. Stop! You're killing me. My ribs. It hurts to laugh. That needs a tourniquet. But first, want to explain what's going on here? Bastion! Is he... Has this Nilfgaardian captured you? No. He saved my life. I got a cut to my side. And then got hit in the head. Couldn't see anything. Rosin here... found me as he crawled across the battlefield, his legs twisted, and so we were, a blind man leading a cripple, found this place. I'm taking you home. We need to see to these wounds. I won't leave Rosin here. Alone he'll die, and he can't go back to his home. He's deserted. They'll hang him. And what if they find him with us? They'll hang us all, my Lyesha included. No, the Blacken stays here. Das stimmt. Wenn nicht wäre, wäre tot. Bastion only made it with the Black One's help. Maybe you ought to show him Nordlings aren't as barbarous as Nilfgaardians make us out to be. Well, I could give him our Pa's clothes, teach him to work the field, but... That accent. Fine, I'll take him in. Thank you, Witcher. Your reward. And the gods protect you. Cool, das war jetzt relativ easy. So, Quest abgeschlossen, im Kampf gefallen. So, genau. Unser Pferd. Und da ist er plötzlich wieder. Ach ja. Sehr, sehr schön. Ja, das war eine sehr schöne Quest. Auch wenn es sehr, sehr tragisch ist, was hier mit den Leuten passiert ist, aber naja, das ist halt Krieg. Come on.
So, und jetzt ist auch schon wieder die nächste Quest ausgewählt, sehe ich gerade. So, Folge Wesemir, das haben wir alles gemacht. Suche mit deinem Hexersinn hinter der Schmiede nach Hinweisen auf den Brandstifter. Ja, das fände ich gut. Das war der Typ, der uns vorhin, der kleine Zwerg, den sie, ja, sein ganzes Hab und Gut abgefackelt haben. Die blöden Schweine. Na, ja, da waren überall Monster gerade, habe ich gerade gesehen. Aber da habe ich im Moment noch keine Lust drauf. Ich möchte gerne die Quest jetzt lieber weitermachen hier. Na toll. Geht er gar nicht. Was willst du? Ah, ein Kaufmann, okay. Ah, okay, das war der Typ vom letzten Mal. I've always known yours to be an honorable guild. So you managed to salvage some goods? Yes, but I await the repair of my wagon. As time passes, my losses grow. Do you need something? I'll let it go half free. Tja, das zahlt sich aus, ne? Dass man immer schön freundlich zu den Leuten ist, dann kriegt man auf einmal auch einen Rabatt. So, was hast du denn so? Let me have a look at your stock. So, sind das die Sachen, die wir dabei haben? Ich glaube schon, ne? Stumpfes Beil, das passt. Kann an Händler verkauft oder in Handwerkzutaten zerlegt werden. Okay, Handwerkzutaten zerlegen, das klingt erstmal gut. Deswegen werde ich die jetzt erstmal noch nicht verkaufen. Ich will erstmal gucken, was er dabei hat. Zwergenschnaps, lecker. Alkohest? Was auch immer. Alraunenlikör. Ja, ich weiß nicht. Rezepte kriegen wir bestimmt später, denke ich mal. Take care. Na du? So, ich würde sagen, wir schauen mal eben hinter der Schmiede nochmal, ob wir da nicht Hinweise auf den Brandstifter finden können. So, Hinweise finden. Ich würde sagen, die Hexersinne müssten doch da einiges können, oder? Gut, das ist nur ein Busch. Okay.
So, wir sollten hier hinter suchen. Ah, okay. Da sind Spuren. So, so, so. Nehmen wir erstmal mit hier. Vorne ist auch noch was. Durchgeknallter Brandstifter. Stinks of piss and vodka. Na, das war irgend so ein Spinner, der besoffen war wahrscheinlich. Und wieder irgendein Hass auf die auf Zwerge gehabt hat. Ah, so eine Penner, ey. So, das geht ein Stückel, wa? Na okay, das mit dem Boot weg. Boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. Mhm. Das heißt, wir müssen hier weiter gucken. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. So, und dann? Irgendwie muss es hier weitergehen. Ja, ja, genau. Ha, den Hexer überlistest du nicht, mein Freund. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Lost his boots in the rush. Okay, hat seine Stiefel verloren. Tracks lead back to the village. Bleeding, but not badly. Surface wound. Der ist doch garantiert irgendwie in die Pinte gegangen, oder nicht? In die Kneipe. Ah. So, so. Also hier. Here, but I'll recognize him by his wounds. So, setze deinen Hexersinne ein, um die Person zu finden, die von den Ertrunkenen verletzt wurde. So, wenn ihr hier rumspuckt, dann klaue ich euch erstmal euer ganzes Zeug. Das ist ja wohl klar, ne? Ihr Säcke. Allesamt. Drowner claw marks. It's gotta be him. Das ist er. Ja, dann schnacken wir mal mit ihm, wa? Nasty wound. Run into a drowner. What the fuck do you care? Whoa, our arsonist's a charmer too. Come on, Smith wants to talk to you. I not talk to a non-human. Sons of bitches all, and dwarves are the worst. Greedy little magpies, do anything for gold they will. They forge the blades the black ones put to our throats, am I not right? Listen, we can work this out man to man. I give you gold.
you don't turn me in. My mum died a while back and I sold her tools. I've spent some, but what's left is yours. Das kannst du vergessen. Magpies and dwarves might be greedy, but I'm not. Can't buy me. Then I'll beat your fucking mug to a pulp. In dem Zustand? Ich glaube nicht, mein Freund. Calm down. Now follow me. Ja, sehr schön, sehr schön. Und jetzt zurück, mein Freund. Freak. Junge, sieh zu, dass du an Land kommst hier. Alter, penn nicht ein. Wir haben heute noch was vor. Böse hier, die Jungs. Alter, mein lieber Scholli, ich trage dich da gleich hin, wenn du nicht an Land kommst. Up and Adam. What's going on? Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Nap! You! I knew your mom for years. Charged her nearly a copper. This is how you repay me. I've had enough. Hey, soldier. A minute of your time, please. No! Willis, I beg you. I was drunk. Didn't know what I was doing. I've told you, Master Willis. We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered. Not what this is about, mate. This here's the arsonist. A witcher found him. The forge was important to the garrison. Destroying it was sabotage. No trial needed here. Just a tree. Harsh as punishment goes. But deserved. You know, I hated the Black Ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. But enough about that. Your reward. And I managed to save some things from the fire. Anvil still holds, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. Give you a good price. Tja. Für Scheiße, die man baut, muss man gerade stehen. In dem Fall mit seinem Leben. Das ist dann nun mal so. So, ja, sehr schön. Diese Mission ist auch abgeschlossen. Damit verabschiede ich mich für heute. Sage Dankeschön fürs Zuschauen und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist bei der nächsten Folge The Witcher 3, The Wild Hunt. Und dann mach's gut. Bis dahin. Ciao.